Doktor, das ist Diana. Soll ich Sie vielleicht erstmal herumführen? Unten gibt es eine Kantine, die macht aber früh zu. Dann kommen Sie doch abends rüber und essen bei mir. Das meine ich ernst. Ich weiß gar nicht, wie man sie erreicht. Ich bin da genau wie andere Leute auch. Ich habe ein Handy. Mit Diana machte sich der Hamburger Regisseur Oliver Hirschbiegel in Großbritannien keine Freunde. Der Film misslingt aber nicht, weil er sich einer Ikone nähert, sondern weil er sich nicht von ihr lösen kann. Ich bin dein Trainer, Mike. Du kannst nicht mehr Trainer sein. Du hast den besten Fass aufgegessen. Zeit fürs Training. Was habe ich getan? Das ist doch verrückt. Ja, nenn mir einen Grund. Du bist fett. Du hast kaputte Knie. Du bist fett. Spar dir die Schmeichelei, sag mir die Wahrheit. Die jüngste Rollenauswahl von Robert De Niro wirkt schon etwas befremdlich. Wenn er nicht zum x-ten Mal den Mafiosi mimt, nimmt er sich gern selbst aufs Korn. Auch mit Zwei vom alten Schlag bewegt er sich weit weg von Wie ein wilder Stier, Goodfellas oder Taxi Driver. Hier ist die Virginia Jean mit einem SOS-Ruf. Over. Hier ist die Virginia Jean mit einem SOS-Ruf. Over. Huldigung trotz Seenot. All is Lost entfaltet sich erst in der zweiten Hälfte zum packenden Survival-Drama. So lange braucht der Film, um das Erhabene des Meeres als ebenbürtigen Widerpart für Robert Redford zu etablieren. Petunia Evershot! Solltest du die Spiele nicht überleben, kann ich dann dein Hamster wegspachteln? Der Titel sollte schon genug verraten. Die Pute von Panem, The Starving Games, stammt von den Machern von Meine Frau, die Spartaner und ich, sowie Beileid bis zum Abendbrot. Genauso banal wie die Vorgänger ist die Verballhornung des Hollywood-Blockbusters dann auch.